Leute, weiter geht's heute gegen den VfB Stuttgart auswärts. Wir wollen natürlich heute gewinnen, um an den Bayern dran zu bleiben. Ja, so souverän haben wir jetzt nichts mehr gewonnen seitdem, ne? Ja, danke. Jetzt, wie gesagt, Stuttgart, dann Schalke und dann Frankfurt und danach Rom. Ja. So, auf geht's. So. Ja, ich muss mittlerweile durch, werde es jetzt tatsächlich fix machen, weil da sind einige Spieler dabei. Also Albiol, ja, muss halt leider den Platz verlassen. Also beziehungsweise raus aus der Startelf. Tut mir leid für ihn, aber es ist halt, ja, es ist halt so. Es ist so, reicht wohl nicht mehr. Für den Startelfplatz. Bis zu seiner Verletzung war er wirklich top. War ein ganz, ganz wichtiger Spieler, aber seitdem ist da irgendwo der Wurm drin. Deswegen jetzt der Wechsel auf eben Kick Perry. So, auf geht's nach Stuttgart. Nach der letzten Partie in Freiburg, 3-2 gewonnen, jetzt den VfB auswärts. Bleiben also quasi mehr oder weniger im gleichen Bundesland. Katze. Gib Glück. Bring Glück. Bring Glück. So, kurz mal. Gleich geht's weiter. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Er ist im Moment in einer fantastischen Form, bester Scorer der Liga und auch heute will er wieder zuschlagen. Wir möchten Sie herzlich begrüßen zu diesem heutigen Spiel. Austragungsort ist die verschneite Mercedes-Benz Arena. Genau so ist es. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Könnte eine klasse Partie werden. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Wie sieht deine Prognose heute zu Pierre-Emerick Aubameyang aus, Buschi? Als Torschützenkönig dieses FUT-Vereins ist er enorm wichtig, keine Frage. Auf ihm ruht so ein wenig die Taktik, die Strategie. Ist schon klasse, wenn du so einen treffsicheren Mann hast. So, geht jetzt auf jeden Fall gleich ins Match. Das ist jetzt Spieltag Nummer 23. Sie greifen heute zum 5-3-2. Ja, mittlerweile eine sehr populäre Taktik. Geballte Defensive, könnte man meinen, aber mit ganz viel Potenzial für schnelle Vorstöße. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute mit. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Ja, Wechsel Perry auf jeden Fall jetzt für Albiol, wirklich fix in der Startformation. Hat sich wieder reingemacht. Und der letzte Spiel war ein 3-2 in Freiburg. Jetzt wollen wir in Stuttgart den nächsten Sieg haben. Wie gesagt, jetzt ist das eigentlich mehr oder weniger, sind wir zu siegen, verdammt. Egal, wer da jetzt kommt. Der Showdown am 2.5. nach München. Und Aubameyang. Sehr guter Einsatz. Oder lass die Bayern mindestens noch mal einmal patzen. Das wäre wichtig. Aber jetzt mal die eigene Hausaufgabe machen. Bevor wenn die Bayern patzen, wir ebenfalls patzen, ist niemandem geholfen. Ach Mann, Schelderup. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen um ihn, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt. Am Ende dieser Saison geht er in
Rente. Ja, wo das war's dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht. Ah, Marder. Vasquez. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Schön dazwischen gegangen. Sterner. Hat jetzt Anspielstation. Ja, Young erstmal, wird dann aber von Waldemar Antolt abgelaufen. Der hat sich aber dann wieder den Ball wiederholt. Aubameyang über die rechte, über die linke. Flanke von Aubameyang. Ja, schade. Gute Aktion, Ball ist raus. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Eklos! Ja! Ja, Vakarius, sehr wichtig da. Eklos, der Ex-Stuttgarter. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Ja, ist mal weggesagt. Angriff beendet. Körpereinsatz und Wächterball vom Konter über Nuno. Chanko. Wieder Nuno. Vasquez. Guter Vorstoß. Kann was werden. Ich würde sagen, wir haben defensive Probleme. Abseits, ja. Ich glaube, da müssen wir... Wir kriegen zu einfache und zu gute zu einfache Gegentore so rum. Das ist richtig. Auswärts haben sie ja schon gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Ja, war eine ziemlich knappe Angelegenheit, dieses 3:2. Aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich wieder den Sieg sichern. Ja, so gerade gut. Das ist jetzt gute Situation, haben wir jetzt gerade keine. Karius hat wie sein Ei gut gehalten. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. So, jetzt haben wir jetzt mal da konsequent dazwischen gegangen. Nächster Ball über Jonas Sterner. Weiter am Ball. Der auch mit Tempo rangeht. Aber der war dann noch Stuttgarter dran. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Wieder Karius. Ecke Sterner. Ecke in die Mitte. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Sie können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Schön drauf, eigentlich auf der falschen Seite für ihn. Aubameyang, yes! Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Eins zu null für das Auswärtsteam der Stunde. Was für eine Szene. Ja, wie gesagt, zu Hause seine Probleme, aber auswärts läuft Freiburg gewonnen. Gut, davor war das Augsburg-Spiel, wo wir unentschieden gespielt haben, aber auch hätten gewinnen müssen. Weil wir aber die Niederlage geben will, VfL Bochum wählt hat. Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch. Moment, jetzt können es gleich krachen. Schön gehalten. Und die gute Situation durch Karius. Ich habe jetzt eigentlich fast erwartet, dass er abseits das Ding abfällt, weil es für mich war. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Hä? Für was? Was hast du jetzt gepfiffen? Ich habe Ball gehabt. Okay. Santos. Ah, das könnte was werden jetzt. Ja, Santos, der da ohne Probleme mal ein bisschen durchs Mittelfeld spazieren kann. Er gefühlt den gerne angreift. Das ist doch nicht wahr! Wieso lässt er den einfach laufen? Wir schauen noch mal auf die. Wieso kann der da ohne Probleme einfach durchs Mittelfeld marschieren? Exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Also, Santos, 1-0. Könnte die Führung werden. Geblockt, aber weiter Gefahr. Und dann hat der VfB auch erstmal bereinigt. Abpfiff. Ich sag ja, das sind viel zu einfache, viel zu dämliche Gegentore. Da kann der aber ohne Probleme einfach durch die komplette Verteidigung laufen. Der Mittellinie aus. Vor der Pause, der war gut drauf. Es darf doch nicht passieren. Wieso lasst ihr den Mann, wieso lasst ihr den da so einfach laufen? Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Ulrich. Gut verteidigt. Gute Verteidigung.
Schön dazwischen. Aubameyang, schöner Pass. Latte, aber abseits. Hier habt ihr kein Durchatmen. Gefahr erstmal wieder bereinigt. Was für eine Szene. Wir haben leider Probleme mit der Defensive, egal wen du da hinstellst. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Augsburg. Aber für den VfB, wir treffen auf Schalke zu Hause. Eine wirklich reizvolle Ansetzung. Wir müssen hier gewinnen. Liebe Zuschauer, dann ja wieder dabei. Da ist die Chance. Jetzt hat Aubameyang mal mit größtem Glück. Szene geht weiter. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. Jo, 1-0. 2-1, Entschuldigung. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann trifft Pierre-Emerick Aubameyang aus kurzer Entfernung. Ja, wer will den denn halten? Genau so ist es. So. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Auf jeden Fall die Aufgabe. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Ach, schade. Gut dazwischen gegangen. Super gut dazwischen gegangen. Ach. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klasse durchgesetzt. Zacko! Zu einfach dadurch. Zacko und Norbert. Ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Sie gehen dazwischen. Super Ding, jetzt ist mal gut dazwischen gegangen. Anton. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klar. Kurz eingehakt. Oh, was geht's? Gefährlich. Darf jetzt nicht passieren, dass wir da jetzt auch so, noch wieder so einen Rückstand hinterher, wieder so einen Unentschieden hinterherlaufen. Sterner, jetzt mal gegen zwei, setzt sich durch. Kann marschieren, geht. Schön gelöst. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Wir sehen den Wechsel. So, der Torschütze für den VfB geht raus. Er geht in den Strafraum. Sie spielen erstmal raus. Es wird den nächsten Eckball geben. Sterner. Weit, weit nach hinten. Geklärt, Ball weiter gefährlich. Rote. Sehr gutes Tackling. Und Mihajlovic, der gerade eingewechselt wurde. Nochmal die Unterstützung von den Rängen. Die Hoffnung auf den späten Ausgleich. Sie lebt. Gut, wie er den Ball abblockt. Oh, die da so... Ein Blöder. Sie versuchen. Den Ball hält er gut. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Mann. Das sind dann Situationen, wo der echt durchatmen muss. Variante. Ah, da ist der Ball weg. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ecklauf. Kann sich drücken lassen. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müsste schon mehr rausmachen. Müsste cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Das war eben eine super Parade. Weiter ein knapper Rückschlag. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Ja. Ja, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ja, ich kann jetzt auch noch mal wechseln. Es sind jetzt noch 5 Minuten. Und dann ist hier Schicht im Schacht. So. Können wir mal durch. Wissen wir ja wechseln, wie gesagt, kurz vorm Ende jetzt. Wir werden es auch jetzt tun. 5 Minuten vor dem Ende.
Und vielleicht dann irgendwie doch noch das Ding hier zuzumachen. Diesen Sieg, diesen wichtigen Sieg eintüten. Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Nein. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Starke Szene. Er holt sich den Ball. Ah. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Jan-Fiete ab. Mokoko. Guter Spielaufbau jetzt. Weg. Ja! Das ist der Schlüssel. Weiter, momentan nutzen wir es aber gefühlt hier zum Sieg. Umso größer ist jetzt die Freude über diesen knappen Ligasieg. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ist es halt einfach, ne? Aber wirklich ist, dass diese. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war, das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Unheimlich starkes Spiel, ein echter Aktivposten. Und das führt die Mannschaft dann letztlich auch zu diesem schönen Sieg. Ich glaube. Wieso? Also 3 Punkte sind 3 Punkte. Am Ende fragt da sowieso keiner mehr nach, wie es ausgegangen, wie es passiert ist. Ja. So, gut. Machen wir Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's gegen meinen Herzensklub. Und ja. Mal gucken, wie die Tabelle aussieht. Die Bayern haben noch nicht gespielt. Naja, werden wahrscheinlich gewinnen. Aktuell sind wir 3 Punkte dahinter. Wie gesagt, 2. Mai ist das direkte Duell. Sprich, in 2 Monaten. Und da ist es dann. Das wäre dann später 31. Und die Bayern sollten durchaus, wir müssen gewinnen. Und die Bayern sollten durchaus patzen. Naja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Bis dahin. Tschüss.